Willkommen zurück bei Jedi Fallen Order. Wir wollen dieses Seil. Das war so intelligent. Das zieht mich automatisch rauf. Okay. So, was nun? Hier rutsch ich wieder runter. Toll. Ist ja super. Okay, dann versuchen wir den Weg. Hier ist nichts. Ein Hauch von Schicksal. Hier erwartet dich nur der Tod. Okay, ich rutsche wieder. Nein, ach doch nicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass... Toll! Hätte ich ja auch irgendwie einfach weitergehen können, aber ist ja egal. Kurz mich heilen, weil die Spinne mich da unbedingt... Oder der Käfer, was auch immer, mich unbedingt... greifen wollte. Wo wir schon mal über Bossfights geredet haben. Puh. Yep. K10 incoming in 2. Moment, es könnte gefährlich sein. Okay. Interagieren wir mal mit dem Boss. Well, fuck. Willst du mich nicht auch auf dir reiten lassen? I guess that it's enough! Wahrscheinlich zu schon Ziele hin und her. Welche Ziele denn? Ah, verstehe. Ich versuche zuallererst mal. Ah, shit, ich bin so dumm. Ja, das war dumm. Ja, ich habe gerade verstanden, was ich tun soll. Okay, der ist neu. Okay, der tut weh. BD, ich brauche Hilfe. Hätte man, ne? Ich bin jetzt gleich tot.
Okay. Let's see. Ich bin noch nicht ganz durch all seine Attacken durchgestiegen. Vor allen Dingen, also die erste Phase ist noch relativ einfach. Bis wir ihm das erste Mal auf den Boden ziehen. Anschließend wird es ein bisschen komplizierter, weil er dann nicht mehr mit seinen Flügeln zuschlägt, sondern er mit seinem solange er mit seinen Flügeln zuschlägt, klar. Die Flügel zielen, fertig. Ne? Dazu. Nein. Dazu. Nein. Dazu. Genau. Dazu. Okay. Anziehen. So. Das ist easy. Jetzt fliegt er hoch. Ne? Wir machen es mal wie in Dark Souls. Wir studieren den Boss. Wir fliegen hoch. Er kommt mit seinen Scheiben. Einfaches Laufen. Ne? Das ist kein neues Boss-System. Kennt man das? Darauf muss ich achten. Okay. Jetzt kommt er angelaufen. Muss ich gerne ausweichen. Nochmal angelaufen? Ja. Okay. Wo ist jetzt. Jetzt Headbutt? Tatsächlich. Okay, den habe ich jetzt nicht erwartet. Helfer? Nein. Der Angriff, okay. Was ist das jetzt? Der ist schon wieder neu gewesen. Da aus dem muss aufpassen, ich darf die roten Attacken kann ich nicht blocken. Und Tochter. Okay. Genau. Studieren. Lauf. Rollen. Nein, spring! Das war meiner schon knapp. Das war dumm. Ja, das war dumm. Ja, gebe ich auch zu. Springst du? Du machst den da. Okay, alles klar. Jetzt kommst du wahrscheinlich gleich mal. Wow, okay, den habe ich nicht erwartet. Den habe ich nicht erwartet. Jetzt hat er mich zum ersten Mal getroffen, witzigerweise. Jetzt kommt er mit seiner Run-Attacke, die er sofort nochmal macht, weißt du? Ja. Okay, also manchmal springst du doof. Oh mein Gott. Okay. Anscheinend war ich nicht so nah. Vorsicht, du Sack. Er rennt wieder hoch, shit. Soll ich im Weg stehen? Oh, ich. Die Kamera ist zu langsam. Ich bin zu durchgesprungen. Na, nochmal. Headbump. Yep. Okay. Das ist nicht dein Ernst. Komm hier runter! Ist wohl weg. You son of a bird! Oder Fledermaus. Und der hat jetzt meine Kletterausrüstung, wie ich sehe. Ist dein Ernst? Komm, gib mir meine Kletterausrüstung. Man nennt ihn auch Kerl den Leichenschänder. Die Kletterklaue. Jetzt bist du kein Affe mehr. Jetzt bist du eine Spinne. Alles klar. Vom Äffchen in eine Spinne verwandelt.
Aber wenigstens ist er jetzt schneller. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also er klettert jetzt gefühlt, zumindest gefühlt, wesentlich schneller. So. Jetzt haben wir auch neue Orte zu erkunden. Ich bin gerade unfassbar unbefriedigt, diese Kackfledermaus nicht getötet zu haben. Seriously. Ich weiß nicht, ob man sie da töten kann. Also wenn man sie benommen macht und dann oft genug draufsteckt, dass sie dann tatsächlich doch sterben kann. Oder ob die auf jeden Fall flieht. Das werden wir wahrscheinlich gleich sehen, wenn die noch eine Rolle spielt. Also wenn sie noch eine Rolle spielt, dann kann man sie wahrscheinlich nicht töten. Aber ja. Die stärksten Brüder der Nacht bewältigten ihren Übergangsritus im Bau dieser Kreatur. Okay. Ich muss gestehen, ist ein schöner Anblick. Ist ein bisschen trostlos. Aber... naja. Wo ist meine Fledermaus? Da ist die Mantis. Also... ich fand auch den Kampf übrigens wieder nett. Ne? Ein bisschen was überlegen, was man tut und einstudiert. Aber trotzdem... also, zu einfach ist falsch. Vielleicht bin ich einfach ein zu erfahrener Dark Souls-Spieler. Und für einen normalen Casual Gamer, der mit Dark Souls nichts am Hut hat, hat hier mehr Probleme. Und hat dann auch mehr Versuche etc. bräuchte er da. Ich will da nicht runterrutschen. Aber tue ich auch nicht, ne? Okay, ich muss tatsächlich den Weg dahin gehen. Ich bin mir da nicht sicher, ob ich das jetzt einfach nur gerade zu leicht auf die Schulter nehme. Aber, ne, auch für den Boss habe ich jetzt 2 Versuche gebraucht. Ne, der Boss kommt, war cool. Oh, he's back. Ja, und der hat sich geheilt. Was soll der Scheiß? Oh, ich geh mal aus. Ich sehe dich, aber war's schon. Also cool inszeniert, klar. Gleichzeitig, wie gesagt, der ist auch ein echt netter Bosskampf. Wir werden sterben. Rührt er mich an? Let me fly. Und wieder fühle ich mich wie bei Scrat, witzigerweise. Muss ich hier erwischen? Muss ich noch nicht erwischen? Es geht wieder los! Wir fliegen ihn doch! Reiten ihn. Doch. Jetzt irgendwie abfangen oder muss ich jetzt irgendwie... ich kann gut zielen, also ich kann das unfassbar schlecht einschätzen gerade. Hast du dich gerade selbst geschlagen? Idiot. Willst du jetzt deinen Rücken dagegen rammen? Ich weiß nicht, wie wir das hier überstehen sollen. Es geht weit runter. Genau, springen. Klar. Safe call. Okay, dann los. Weil ich das so gut kann. Ja.
Gorgada mag ich nicht gerne. Ich glaube, Gorgada hat Rippen. Darf ich dich jetzt scannen? Bist du okay? Mir geht's gut. Für diese Kreatur gilt das leider nicht. Nicht scannen? Hätte? Konnte. Okay. Okay. Wo muss ich denn jetzt überall nochmal mit den Kletterdingern hin? Muss ich jetzt den ganzen Weg zurück? Ich habe. Keine Ahnung. Stopp. Was wolltest du gerade von mir? Was gefunden? Ja. Wow. Danke. PD. Feuerflechte. Okay. Falsche Taste. Ne, Kerl? Normalerweise bist du der, der in der Arena sitzt. Gönn's dir, entspann dich. Guck dir einfach mal an, wer gewinnt. Der eine ist auf jeden Fall schon mal tot. Nein, aus! Du wirst dich nicht zurückziehen. Sitz. Ja, geht doch. Was ist mit dir da oben? Willst du noch irgendwas zu, hast du noch was zu sagen? Hast Bock? Hast du Bock? Sag mal, dich habe ich nicht gefragt. Ich habe gesagt, dich habe ich nicht gefragt. So. Was ist das? Okay. Okay. Nein. Auch nicht. Nice. Sehr schön. Gut gemacht. Sehr schön gemacht. Mit ganz viel Skill. Mit ganz viel Skill. Festmachen. Dankeschön. Okay. Ich nehme einfach an, dass ich hier richtig bin. Wie gesagt, also der Kampf mit der Gorgonzola da. Nein, ich weiß, dass sie so nicht heißt. Aber war nett. Gut inszeniert. Schön gemacht. Wie gesagt, ich fand. Das ist die Brücke zu ihrem Dorf. Ich rechne nicht mit unserer Rückkehr. Trotzdem. Es muss auch unauffälliger gehen. Finde generell fast alle Gegner, abgesehen von den normalen Gegnern bezüglich der Masse, einfach. Die Bosse empfinde ich aktuell als einfach. Also wie gesagt, ich wusste hiervon nichts, als ich die Brücke runtergezogen habe. Ich wollte nur sehen, was passiert. Wie bei dem Cutter auf Kashyyyk. Na, also ich habe Probleme teilweise gegen normale Gegner, weil es einfach viele sind und man insgesamt nur zwei Heiltränke hat. Deswegen, ne, ich rede nicht von dem Gesamtschwierigkeitsgrad des Spiels, sondern ich rede ausschließlich aktuell von den Bossen. Die sind mir. Er ist gefährlich, wir sollten ihn töten. Nein, wir bringen ihn zu Bruder Viscus. Minimal zu einfach. Also, ne, sie sollen nicht auf Dark Souls Niveau von wegen so, ne, die schwersten Boss aller Zeiten und man braucht 2 Stunden, bis man die besiegt hat. Aber ein bisschen zu einfach. Also,
dass ich gegen Boss mit dem zweiten Versuch easy, also easy schaffe, ist halt ein bisschen... Naja. Ja. Aber gut. Ist halt ein storylastiges Spiel, also vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht. Aber als Spieler denkt man sich dann manchmal so, wenn man Dark Souls gespielt hat, beispielsweise. So, das war jetzt die erste Phase. Wann kommen Phase 2, 3 und 4? Da kann ich nicht durch, okay. Ich habe mal wieder Angst, dass mir jetzt gleich wieder so kleine Biester hier um die Ecke kommen und mich einfach irgendwie töten wollen. Okay. Ich habe nicht den leisesten Schimmer, wo wir sind, aber ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Vielleicht aber doch. Doch, aber wir waren nicht genau hier an der Stelle, sondern wir waren da oben irgendwo, irgendwann mal. Konnte ich schon immer so schnell klettern? I'm confused. Das Gefühl, mein Klettern ist schneller geworden. Und natürlich habe ich mir mal wieder nicht angeguckt, wie lange ich schon noch aufnehmen bin, aber ne, ist okay. Okay. So, genau hier. Warum kann er. Nö. Wir sind irgendwo runtergesprungen. Dahin. Nö. Oder können wir jetzt runterspringen? Und da sind ziemlich viele Gegner. Also ich kann die jetzt entweder alle abschlachten. Oh, das unauffällig tun? Bei dem unauffällig habe ich aktuell gerade so ein kleines Problem. Und das Problem heißt, ich weiß nicht wie. Hier unten ist ein Seil. Ne, ist eine Fahne. Okay. Achso, man hätte auch einfach hier. Okay. Nee, tatsächlich. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich jetzt da runterspringe. Ich befürchte, dann lese ich komplett einen Alarm aus, oder? Ja, aber was bleibt mir anderes übrig, ist die Frage. Du kannst unsere Stärke nicht überwinden. Das ist halt ja. Du wirst untergehen. Werde ich das? Brüder! Er ist zu weit weg. Ja, also nicht, dass ich das wollte. So gut bist du gar nicht. Du hast keine wahre Stärke. Wer? Ich muss mich mehr anstrengen. Oh, irgendwer darf mich da auch noch. Noch ein zweiter. Nein. Na komm. Ich find's geil. Dann fangen die irgendwann so, nee, jetzt will ich nicht mehr. Warte jetzt. So, wer wollte da noch nerven? Aua. Macht das noch einer. Na komm. Nein. Komm. Ja, hier. Hier stehe ich. Guck mal, soll ich tanzen? Das war dumm. Hier. Guck mal hier. Hi, hier. Guck mal, ich rede mit PD. Ich bin so dumm. Ja, genau. Der Feind ist über uns. Oh, das ist noch mehr. Machen wir es aber schnell und schmerzlos. Helft mir, Brüder! Ich häng fest!
Öffnen stimmt so wenig. So, jetzt haben wir mal heilen. Ich fühle mich viel besser. Danke. Wohin muss ich die schieben? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich hab nicht mal den Hauch einer Idee, wo muss ich überhaupt hin? Sieht aus wie eine Treppe. Aber nein, nicht für mich. Jedi sind zu blöd, Treppen zu laufen. Hier? Danke. Für nichts, wohlgemerkt. Soll ich da hoch? Aber dann reicht das Ding hier niemals. Vielleicht doch. Okay. Vielleicht habe ich den richtigen Weg gefunden. Ich habe keine Ahnung. Oh shit! Ich kriege dich! Schön, dass du mich kriegst. Ich sehe dich leider nicht. Das ist ein Problem. Könntest du aufhören, mich zu verprügeln? War das ein Treffer? Du wirst untergehen! Was ist das für ein Gefühl? Köln! Okay, mir reicht. Wieso das nicht funktioniert, egal. Ich fühle mich nicht gut, BD. So. Danke. Einmal bitte aufmachen. Achso, hallo? Du musst das einfach wissen, stimmt's? Was ist das, BD? Ja, ich hatte ja schon mal davon geredet. Es ist ein bisschen unbefriedigend, muss ich gestehen. Natürlich. Immer nur Aussehen zu bekommen. Ja, das ist natürlich geil in so einem kleinen Gang. Danke dafür. Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Okay, hier glänzt was blau. Da schießt schon wieder einer auf mich, boah, ich liebe die Typen, ne? Ich will nicht länger auf Anweisungen der Schwester warten. Wir müssen uns um den Eindringling kümmern. Okay. Dann kümmere dich um den Eindringling, solange ich das nicht bin. Von wo schießt du? Wo bist du? Von... Ah! Hello, my friend! Willst du noch eine? Ein Geschenk. Hä? Nein? Doch? Ich werde dich kriegen. Wirst du das? Du musst aber vorauskommen für... Okay, jetzt bin ich hier gefangen. Ich bin hier. Ah, hi. Okay. Okay. Wohin wollen wir eigentlich? Und nicht das schon wieder. Komm. Weil wir wollen aktuell ja noch nicht zurück zur Mantis. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. So, was haben wir hier? Schneiden. Klingt super. So, jetzt kommen wir. Ja, super. Okay. Das ist ja toll. Jetzt habe ich geschnitten. Und jetzt laufe ich hier hoch. Und jetzt... Bringe ich hier ran und gehe hoch. Ist hier irgendwas? Nö. Ach. Hast du das Grab gefunden? Fast dich. Wurde allerdings abgelenkt. Es ist Gut, mir. Es ist mir. Seltsam. Er will niemanden vor der Mantis gesehen haben. Datum mir zermürbt ihn. Das ist bei ihm völlig normal. Geht's dir gut? Ich halluziniere nicht, also. Ja. Ich verlasse ein Dorf der Brüder der Nacht. Nimm die Spur wieder auf. Hört sich an, als kämst du zurecht. Ja, BD und ich schaffen das. Das war dumm von mir. Ich weiß natürlich, wohin wir müssen. Wir wollen zum Wanderer. Also zu der Stelle, wo der Wanderer war. Könnte ich bitte... Nein. Wahrscheinlich irgendeine tolle Abkürzung.
die uns. Ein Gegner! Du kannst mich mal. Ich werde dich treffen. Oh, du kannst deine Schwäche nicht verbergen. So, machen wir es schnell. Okay, brauchen wir nicht. Dann. Die Richtung müsste richtig sein. Aber, das machen wir beim nächsten Mal. Wir gucken mal eben nach Fähigkeitspunkten. Fähigkeitsbaum. Wollen wir jetzt mal endlich mit den Lichtschwertern werfen können? Aber die sind halt auch sehr gut. Und das hier interessiert mich eigentlich. Nein. Das hier interessiert mich eigentlich auch. Wo ich immer noch nicht weiß, ob ich wirklich mit diesem doppelten wirft das Doppelklingenlichtschwert in einem Bereich um Kerl. Oh, cool. Drei Fähigkeitspunkte. Lichtschwertwurf. Brauche ich dafür Macht? Nutzt Macht. Däh. Will doch keiner haben. Alright. Und damit sage ich bis zum nächsten Part. Viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.